Herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde der World of Warcraft. Ich habe mich just hier eingeloggt in der nächsten Folge meiner Reihe Lasst uns Gold verdienen in Echtzeit. Nur mit dem WoW-Abo und der Dragonflight in Folge 168. Ich habe hier diese Rahmenbedingungen und diese Hürden, die ich hier habe, tatsächlich ja hier skizziert. Habe ich hier alles geplottet, ihr kennt das schon. Ich hoffe, dass ich mir so viel Marken erfahren kann, dass ich die 90-Euro-Version zusammenbekomme. Das wird super schwierig, weil das Casual-Konstrukt einfach den erfolgskritischen Faktor Zeit völlig limitiert. Und das bedeutet, ich muss mal gucken, wie kann ich meine Prozesse optimieren. Und ich meine, wir haben ja schon ein bisschen was zusammenbekommen. Wir sind bei 780.000 Gold. Da soll jetzt noch mehr rumkommen. Und daher investiere ich diese Farmzeit in Ruf, in Material, in Rezepte und so weiter und so fort, damit wir da etwas vorweisen können. Das Ganze habe ich dokumentiert in dieser schon coolen Playliste von Anfang an. Da sind wir jetzt schon seit 4 Monaten quasi dabei. Das ist schon eine Hausnummer. Und Kanalmitglieder erhalten Vorabzugriffe. Vielen Dank für die Unterstützung, für den Support. Die können dann einfach schon sehen, was ich wann wie mache und produziere. So. Das kennt ihr jetzt. Alles bereit. Und dann würde ich sagen, das sind die Rahmenbedingungen. Ich gucke ganz kurz nochmal eben, ob ich hier ein bisschen spektrale Grocks mitnehmen kann. Ich möchte einfach mal testen, was ich über die nächsten Wochen so vielleicht einen Kleinkram hier nur durch so einen Umlock-Prozess zusammenbekomme. Jetzt habe ich aber wieder das eine, also ich habe keinen spektralen Grog. Und ich habe auch keine Harmoniepartikel erhalten, die auch noch relativ spannend sind. Das wollte ich euch bei Gelegenheit dann auch mal zeigen, was man mit denen denn machen kann. Denn die kann man umtauschen gegen Material, muss man dann aber rechnen, ob sich das lohnt. Das zeige ich dann nochmal. Jetzt machen wir nochmal eine kurze Auktionshaus-Session. Weil das lange Osterwochenende jetzt bedeutet, dass viele natürlich auch unterwegs sein werden. Aber wenn man dann mal ein bisschen Zeit hat, könnte man ja mal. Oder läuft einiges aus in Aktion. Jetzt mal gucken, was denn seit gestern vielleicht abgebrochen werden kann. Genau, das ist natürlich dann noch mehr Aktivität im Auktionshaus, einfach dadurch, dass wir jetzt dieses Osterwochenende haben. Was sind das hier für ein... Ach, das sind die Sachen, die habe ich alle vergessen zuzuordnen, muss ich gleich nochmal machen. Kann ich jetzt mal machen. So, also, da bin ich hier und da natürlich dann unterboten worden. Ja, genau, ist die Frage. Genau, was mit den Gegenständen ist. Ja, der Weg zu 800.000 Gold, der wird beschwerlich. Da muss ich noch ein bisschen was tun. Ich meine, ich habe auch mit dem Magier auch noch ein bisschen was. Ich würde auch da gerne die Schneiderei ja weiter durchziehen. Auch da nochmal alte Instanzen ein bisschen durcharbeiten. Und, ja, kenne die Möglichkeit, ne? Sind wir wieder bei dieser Facette. Wir gucken jetzt mal bei meinen teuersten Auktionen, wann die ablaufen. So, hier ist jetzt nichts passiert. Die läuft in 39 Minuten ab. Die haue ich jetzt schon mal raus hier. Die haue ich auch jetzt schon mal raus. Und stell sie dann nach. Zup, zup. Zup. Und dann haben wir hier nämlich auch schon wieder ein bisschen Zeit investieren können in diese Prozeduren hier. So. Ja, die Exodus ist auch chillig. Hier ist wirklich nie was los, ne? Also manchmal hast du den einen oder anderen... Was? Oh, oh! Wir haben die Täuschungskugel verkauft. Das ist schon cool. Und schwere Skorpion-Schultern. Sehr schön. Azurblaue Schultern. Alabasterpro. Das ist Drop. Das ist Craft. Ja, okay.
Bestes Item ist natürlich jetzt hier wirklich die Täuschungskugel. Das freut mich. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? Deswegen freue ich mich natürlich darüber. Weil ich das überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Also ich habe gehofft, dass wir 2000 Gold machen, aber dass wir 12.000 Gold machen. Damit habe ich nicht gerechnet. Verbessert dann gleich wieder ein bisschen die Laune. Wunderbar. Das gefällt mir natürlich. Stiefel schwaches Tempo ist bei 48 Gold. Das hau ich mal zum Regionsverkaufspreis. Oh Gott. Ja, das ist auch nicht mehr viel zu holen. Das ist ja kaum über Vendor. Kaum über Vendor hier die Sachen. Die verkaufe ich so. Das macht ja echt keinen Sinn. Ja, dann fangen wir doch mal wieder an hier mit den Geschichten, die nicht 2,99 sind. Ist auch eine sehr entspannte, ruhige Kulisse natürlich, diese Musik. Aber ich sehe schon, ein paar Sachen kann ich hier gleich wieder mal umsortieren. Das machen wir dann aber gleich zum Schluss. Also Sachen zum Normalpreis heißt hier, dass hier auch niemand anderes jetzt mitgeboten hat. Ich bin der alleinige Anbieter. Immer wenn ihr das so einstellt, bedeutet Normalpreis, ihr seid die einzigen, die dort anbieten. Ne? Sonst wird er unterbieten oder entsprechend darauf reagieren, auf Basis dessen, was ihr denn vorgegeben habt. Was denn dann zu tun ist. Ja, aber freut mich tatsächlich, dass wir ein paar Sales gemacht haben. Da habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Und sind wir wieder bei dieser Geschichte, das Osterwochenende ist dann vielleicht doch ein sehr, sehr wichtiger Impuls. Jetzt auf unserem Wege zu 800.000 Gold. Garantien gibt es nie, wisst ihr selber. Aber hier bin ich tatsächlich jetzt mal happy. Weil ich damit nicht gerendert habe. So, was bedeutet das denn für einige Geschichten, die Eroberer-Stulpen? Also da fangen wir schon mal an. Hier und dort muss ich also aussortieren bei den 899 Eroberer-Stulpen. Und die Gaunerklaue. Und die Adelsbrustplatte. Das sind also Geschichten, die finden sich hier jetzt nicht irgendwo in einem Abnehmekontext. Die Dämonenklauen nehmen wir mal raus. Ja, schade, dass diese Drachenschuppendinger, die haben sich jetzt leider auch erledigt. Aber dann ist das halt hier Anerkennung der Realität. Dass die Sachen, die man dann irgendwann zeigt,
in den Videos, dass die sich dann leider erledigt haben. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, betrifft euch dann ja auch, wenn ihr in diesen Märkten unterwegs seid, aber ja. Da müssen wir dann gemeinsam durch. So, ich passe jetzt noch mal hier die 99er. So, genau. Da habe ich jetzt nochmal angegeben, dass er zum Minimumpreis stelle ich die dann jetzt nicht ein. Die Sachen, die schicke ich dann nochmal weg für ein paar Tage und gucke, was passiert, wenn sie dann wiederkommen. Ansonsten, also nützt es einfach nichts. Genau, weg. Unterbieten ignoriere ich, das kennt ihr jetzt schon, das Spiel. So, und das eins nämlich genau zumindest Preis jetzt direkt danach ausgekauft worden, das ist natürlich auch gut. Das Glück sei mit euch. So, Moment, was war denn mit denen hier? Ach so, vergessen. Gut. Ah, habe ich doch ein paar vergessen hier. So, genau. Und bei dem Rest gucken wir dann nochmal Ende April, was dann Phase ist. Das heißt, die Sachen schicke ich direkt wieder zurück an den Orkjäger. So, während ich die Sachen allerdings hier verkaufe. Genau, was ist denn mit denen? Das sind Sachen, glaube ich, die sind einfach jetzt wieder zurückgekommen. Ist da irgendwas gecraftet? Ich glaube nicht, ne? Das sind doch Sachen auch, die ich gefunden hatte. Muss ich davon was reparieren? Nee. Manchmal verlieren die Sachen Haltbarkeit, warum auch immer. Muss man nicht verstehen. So. Die Schulterstücke, die arachnidischen. Oh, und die Rekrutenose. Also jetzt gerade zwar Transmog verkauft und das meine ich mit dem Osterwochenende. Das ist echt so ein... Also während ich live jetzt hier bin, hier, wurden zwei Sachen rausgekauft. Das ist natürlich nett. Das war aber genau mein Thema. Das ist manchmal wirklich, wirklich auch eine Frage ist des Zeitpunktes, in dem man sich jetzt auch gerade in der World of Warcraft bewegt. Ne? Also ist gerade irgendwie ein Event in-game, kann das eine sein. Ja? Ist irgendwie etwas, was ganz viele Leute zurückzieht. Oder sind einfach Feiertage das Wichtigste, dass die Leute einfach viel Spielzeit haben. Mehr als sonst, das ist der Punkt. Hier die prächtige Kugel hier für 7200, glaube ich nicht. Können mal 1700 machen und schauen, ob jemand anschlägt. Wunderbare Armschienen. Die sind wirklich wunderbar. Die haue ich aber mal hier rein. Oh, gegen... Oh.
Wir haben Töterschiftung. Na, schauen wir mal. Perscher Hose bin ich zu defensiv vielleicht mit 99. Die hänge ich gleich nochmal um. Heldenstulpen hänge ich auch nochmal um. Fahne Kurzbogen lasse ich so. Genau, die Sachen lasse ich so. Dann haben wir ja gesagt. Übersprungen haben wir aus der 99er Gruppe. Das waren die Heldenstulpen. Die habe ich vielleicht einfach im Moment zu defensiv positioniert. Das kann man da immer noch mal ändern. Und die Pirscherhose auch. Die ziehe ich jetzt jeweils beide in die 299er. So, das ist vielleicht. Gucken wir mal. Ob das was nützt. So, diesen Agro-Kram, das ist egal. So, und hier Arkane, Stiefel und Heldengürtel. Heldengürtel ist dann hier. Achso, guck mal, die habe ich da schon runtergesetzt, aber egal. Also dann kann ich hier die Heldengürtel jetzt rausziehen. Das ist genau andersrum. Heldengürtel und die Arkanenstiefel. Große Voodoo-Robe für 599 ist leider nicht machbar. Dann packen wir die rein für 149 Craft. Und gehen den Fehlsitz jetzt nochmal durch hier. So. So, aber damit haben wir wieder fast 20 Minuten. Seht ihr, sind dann direkt schon wieder. Direkt schon wieder raus, ne? Das hat sich hier auch schon wieder erledigt. Genau, das könnt ihr jetzt schon hier. Verschwommene Axt für 299. Also das ist jetzt, ich zeige euch das jetzt gleich. Das ist jetzt hier nicht inszeniert oder so, oder dass ich jetzt Blümchen im Hintergrund verkauft habe. Das zeige ich euch, das ist jetzt gerade. Deswegen sage ich, ist das Osterwochenende echt, echt so ein erfolgskritisches Ding für mich. Da so, hier ist natürlich, die ist natürlich komplett gedumpt, aber hier, Rekrutenhose, also ich habe jetzt hier, ja, das ist jetzt für das Tempo. Ja, und wer auf Argent Dawn spielt, erkennt das dann so, dann macht es ja laufen, bing, 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 bing. Da kriegt man halt durch entsprechenden Preisdruck die Sachen wesentlich besser und schneller verkauft. Also das nur mal hier zu dem Thema jetzt gerade. So, ja, dann unser Trick 17. Gut, das gab jetzt nur Rohgold, leider keine Grocks. Aber jetzt wisst ihr auch, warum die so teuer sind, ne? Na gut, auf 112 runter. Oh. Ne, das war Trank des Schätzefindens, ich wollte gerade sagen. Spektraler Grock ist bei 170. Trank des Schätzefindens. Könnte man auch nochmal wieder nutzen, so, ne? Aber eines nach dem anderen. Ich wollte mit euch und dem Monk aber nochmal in die verwüstete Lande. Ach, genau. Hotel hat uns jetzt ein bisschen was geschickt.
guck mal hier. Klassische Schmiedekunst 300. 10 Dunkelruhen, 20 Torenbarren. Da wisst ihr Bescheid, ne? Das sind so Sachen. Daher könnt ihr es vielleicht nachvollziehen, weil ich, dass ich einen kurzen Moment überlegt hatte, macht es nicht Sinn, dass ich hier mit dem Charakter auch Schmiedekunst lerne oder sowas. Also. Hallo. Schönen Tag auch. Bevor ich jetzt mit dem Jäger da anfange, aber. Genau, hier muss ich gleich erstmal wieder die Zeit umstellen. Die Crewme-Time. Sucht ihr was Bestimmtes? Sieh sie. Genau, die Quests, da schließe ich da oben nie ab, damit ich das Portal nutzen kann. Runenstoff, okay. Genau, hier muss man einmal zu Tsidomi. Ne, nicht zurück in die Gegend. Ne, ist doch alles richtig so. Dann passt es doch. Dann passt es ja doch. So, was war eigentlich hier mit... Unverwüstliches Leder. Und zwar ein unverwüstliches Leder. Hier auch eins, okay. Okay, okay. Genau, um diese Zeit, wie gesagt, das ist hier Primetime, jetzt an einem Ostersamstag, da findet man hier nichts mehr an, an Rares oder an Kisten. Ja, das ist, das ist dann genau dem Ergebnis geschuldet, halt, dass viele andere jetzt noch spielen. Aber jetzt so gar kein Loot, ne? Das geht mir jetzt auch auf den Senkel. WTF. Gut. Kurz den besudelten Wald hier checken. Kriegsbärenleder. Kriegsbären, Brusthanisch, Weltkreaturen. Das Rezept. Hosen. Teufelswald, Holzschlundfeste, freundlich. Das ist ja gar nicht so aufwendig. Das wäre nochmal so eine... Das wäre nochmal eine Maßnahme, die man eingehen könnte. Da auch Holzschlundfeste anzugehen. Naja, also je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr Sinn macht es wahrscheinlich, dass ich immer zwei Berufe kombiniere. Ist die Frage, ja, oder mache ich jetzt mit dem? Ich kann natürlich mit dem jetzt auch Schneider machen, aber Schmied ist dann halt auch eine Option. Droppen mehr gar nichts. Ist das ein Fehler? Die hier droppt gar nichts.
Sehr interessant. So, Essenz des Lebens, wie sieht's aus? Also, was stimmt heute mit dem Loot nicht? Jetzt kommt mein Herz der Wildnis immer hin. Heldengürtel. Hatten wir nicht eben über Heldengürtel gesprochen? Das zu dem Thema. Ja, ist die Frage, ob ich nicht hier doch wieder einen Druiden auspacke, ne? Bei solchen Geschichten. Einfach mit der Fluggestalt, das ist viel interessanter. Auch jetzt mal eine Essenz des Lebens hier. Sehr nett. Gravierte Stolpen. Ein bisschen Kleinkram kommt auch immer noch dazu, aber wie gesagt, der grüne Loot ist für diesen Server halt einfach nicht mehr wirklich relevant. Ich glaube. Ne, wie viel habe ich? Habe ich 6 Stück? Achso, ich habe insgesamt 6. Ich glaube, dann bin ich damit durch. Genau, loote ich hier nochmal zu Ende. Aber dann passt das. Sind jetzt halt einfach mal wieder 84 Gold gespart. So gesehen. Ja, wenn ich jetzt den letzten Snapshot nehme, wenn er dann so stimmt. Laminierter Schoppenumhang. So, ich meine, wenn wir hier sowieso in der Ecke sind. Das ist so krass, droppt die so selten. Dafür ist sie ja relativ günstig. Aber gut, die hat halt keine Kraft und Relevanz mehr, ne? Also, manche Sachen finde ich hier. Jetzt ist mal wieder eine da. Tatsächlich noch fast zu günstig. Für den Preis, aber hey. Sag bloß, wir waren mit dem Monk nicht. Nicht im Schlingdorn-Tal, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ganz ehrlich, das wusste ich überhaupt nicht mehr. Ist das so? Das ist ja sehr interessant. So, wenn wir schon hier sind, ja, dann mache ich hier wieder meinen Test.
Es geht jetzt gar nicht darum, dass er jetzt nicht mehr wirklich wertvoll ist. Es geht einfach darum, dass ich ihn jetzt gedroppt habe. So, und warum zeigt er hier mir die Verkaufsdaten nicht an? So, Ledger, Einnahmen, Alltime, Auktionen. So, mal gucken, ob ich das hier erstmal einstellen muss, ob er das dann macht, wenn ich ihn jetzt nochmal einblende. Willst du mich veräppeln? Guck mal. Also haben wir zweimal verkauft. Blendet er hier nicht ein und ich weiß nicht warum. Hab ich doch aber Purchase Sale Rate. Haben wir doch hier. Verkaufsinformationen. Verstehe ich nicht. Ja, aber ich meine, ich freue mich, dass wir jetzt hier mal direkt Glück hatten. Ne, mit dem Druiden renne ich hier rum, kriege ich das Zeug irgendwie nach 100 Versuchen. Und hier direkt einer der ersten Mobs. Und das meine ich mit diesem RNG. Jetzt haben wir das hier mal wirklich wieder live on cam demonstriert. Also bei diesen RNG-Sachen, ihr müsst euch da durchgrinden. Also Emotion raus, es hilft nichts, du kriegst es nicht erzwungen, dass etwas droppt oder nicht droppt. Ist halt lustig, das hier jetzt mal zu sehen, genau diesen Effekt. Fliegst du mit einem Random Char jetzt eigentlich hier durch? Eigentlich wollte ich hier gar nicht hin. Einfach nur mal rumprügeln und gucken, ja, und zack. Was das angeht, ist das halt auch hier immer eine kleine Wundertüte. Da freue ich mich natürlich. Da freue ich mich. Ja, und wenn das auch nur wieder 1000, 2000 Gold gibt, aber... sind leider nur die Derwish-Handschuhe gewesen. Die sind jetzt auch nichts. Auch nichts auf dem Server. Hier ist schon hier bei 14 Gold. Seht ihr schon. Und da habe ich in meiner absoluten Disc-Gruppe. In meiner Hau-Weg-Zeug-Gruppe. Dam-dam-dam-dam-dam-dam. So. Den Teil hat eine so schöne, große, umfassende Loot-Tabelle, dass sich das halt immer lohnt, auch mal anzuschauen. Ich meine, wenn wir hier oben sind, ne? Könnte man ja mal gucken, ob die Hohepriesterin da ist. Ist sie nicht? Bist du hier da? Bist du nicht da? Ich glaube, wir waren noch gar nicht in Sulgurup, oder? Ich war mit euch noch nicht in Sulgurup. Ach so, das ist hier für die, Ja, was wollt ihr? Ich guck mal, wie viel Platz ich überhaupt jetzt hab hier für für weitere Quests wollte ich sagen. Und tschüss. Was liegt an? Schönen Tag auf. Genau, hier bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher. Kann man hier die Frenzies zum Beispiel, kann man die eigentlich looten? Also, Kirschnern.
Ah, primitives Leder. Guck mal an. Algenflossenbarsch. Tiefseeschuppe. So, ich muss mal. Selber gerade überlegen. Genau, dafür brauchte man nämlich diesen komischen Kessel. Tiki Lord. Alles umboxen hier. Alles einfach mal umprügeln. Uralte Fledermaus. More like tote Fledermaus. Genau, was ist denn hier die erste Quest? Gub getötet, ja. Hier ist Phenoxys. Ein Teil des vierten Hinweises, jawohl. Giftzahn. Primitives Leder, primitives Leder. Du störst die Pläne der Winfling. Es ist zu spät. Zu spät für euch alle. Das sagst du jetzt, aber das wollen wir doch mal sehen. Urzeitliches Fledermausleder, okay. Der verlorene Nachwuchs. Der verlorene Nachwuchs. Tiefseeschuppe. Tiefseeschuppen gibt es ja reichlich. So, Goop steht da vorne. Oh,
Gub auch umgeballert. Was ist denn das Kammer, die eigentlich hier? Ja, jetzt sind die grünen Items leider auch nicht mehr so der Rede wert, muss man sich dann zugestehen. Aber ich dachte mir, wenn wir schon hier sind. Dass es mal primitives Leder im Fünfer gibt. Ja. 127 haben wir davon noch auf der Bank. Also, ich werde irgendwann zum Ende wirklich mal den ganzen Quatsch, ne, den ich hier wirklich... den ich auf der Bank habe, dann noch mal verkaufen. Nur um einfach mal klar zu haben, wie viel Gold da halt auch versteckt liegt. In diesen kleinen Sachen. Ja, Wildrankentrank, ganz, ganz wichtig. Steinwerkbeinplatten, genau. So. So, die Schwarmkönigin wird halt gerne genommen wegen dieser Honigwabe. Da gucken wir jetzt gleich mal, was da drin ist. So, das ist das Ding hier. Öffnen, Rechtsklick. So, und hat man hier zum Beispiel fünfmal flüchtige Luft drin, flüchtiges Leben drin und die Schattenjasmin. So, das ist dann immer eine Handvoll Gold. Das ist jetzt alles auch nicht mehr so relevant, aber ich sag mal damals, Leute, ne? Also ganz früher hatte das halt noch andere Werte, so, und jetzt ist das halt... Sansil. Ist auch so ein Nervbold. Whatever. Gib mal was zu trinken. Lästige Insekten. Ihr werdet jetzt meinen Zorn spüren. Also Sulgurub kann man hier mal wieder ein bisschen einstreuen, aber hier Ruf gibt's hier nicht. Das hat irgendwie nicht so die Relevanz hier. Die grünen Items sind bisher leider auch nicht so der Rede wert, aber... Aber rumnüllen hilft nichts, sondern... Wir farmen einfach ein bisschen weiter. Ich glaube, die kann man zwar alle umballern, aber das glaube ich auch nichts. Ne, das kann man mal alles ummähen hier. So, Frühjahrsputz im Garten ist dann auch erledigt. Cooler Sound. Rezept Wildrankentrank, ganz wichtig.
Bei den Entzauberungswerten habe ich Fragezeichen. Oft ist es halt so, wenn dann mal wirklich der Preis resettet wird oder sowas und dann habt ihr den letzten TSM-Snapshot, dann behauptet er auf einmal, dass die ganzen Entzauberungsmaterialien super viel wert sind. Da sollte man unbedingt aufpassen. So, noch mal eine Runde tiefer. Nein, geht. Lasst dieser Körper ist nutzlos. So, das dazu. Der Sound ist schon cool. Genau, die kloppen wir nochmal um hier, die Patrouille. Aus Prinzip schon. Drei primitives Leder. Und zwei. Na, so ungefähr 25 Gold halt dann jetzt auch mal eben so, ne? Und abgerechnet wird am Ende. Meister Koch der Grubaschi getötet. Ja, dann müssen wir das wohl tun. Da ist er. Die frischen Lebensmittel. Malstromkristall, ah ja. Damals ganz, ganz groß. Heute alles nicht mehr entscheidend. Moloch. Warte mal hier, das ist alles Loot. Alles Loot, nichts verkommen lassen hier. Das ist alles Loot. Hier auch. Schon deswegen ihr urzeitliches Tigerleder. Ja, ja. Mächtiges Mojo. Glutseide. Ja, wie lange er schon so eine Runde hier braucht, ne?
durch die Inni. Also am Ende, sobald ich dann die ganzen Sachen verkaufe, ne? Also alles an Handwerksware wirklich in das Auktionshaus stelle. Da kommt dann auch nochmal wieder einiges zustande. Aber ist jetzt dann nicht so viel, aber mal gucken. Ich bin mir sicher, das wird dann am Ende trotzdem schon eine richtig fette, vierstellige Summe sein. Mal gucken, ob wir 10.000 Gold damit sogar knacken. Müsste man mal gucken. Über die Masse vielleicht. Aber das ist dann auch mal interessant für die Erkenntnis nach so viel Wochen, Monaten Spielzeit, was dann am Ende dann wirklich dabei rauskommt. So, muss ich nochmal gucken, ob wir da oben was vergessen etwa? Ja, den wollte ich ja nicht übersehen haben hier. Nochmal hier die Tiger. Urzeitliches Tigerleder. Ist immerhin bei 50 Gold. Ja, also just saying. Haben wir schon wieder 50 Minuten geknackt, Leute. Es ist einfach verrückt. Im Hintergrund sieht man nur das Geprügel. Hi. Oh, Schrifttafel des Wahnsinns. Kriegen wir die endlich angeklickt hier? Ja. So, nach wie vor das Gefiedel hier. Super. Mysteriöses Schmuckstück der Gurubashi. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Hier was machen müssen. Ja, ich bin... Irgendwas muss man hier... Ich habe irgendeine Interaktion, die ich jetzt hier vergessen habe. Sucht den Hort des Wahnsinns. No, ich glaube, ich habe irgendwas habe ich vergessen mechanisch hier. Ärgerlich, ich weiß es, ich weiß jetzt. Irgendwas im Inventar dazu.
Entweder habe ich verpeilt, irgendwas hier anzuklicken. Also irgendwas soll ich anklicken, aber kann natürlich sein, dass ich brauche mal Archäologie, wahrscheinlich. Aber Archäologie habe ich nicht gelernt, ne? Ne, es sei denn, hier ist irgendwas, was ich... Ich habe hier kein Zahnrad oder sowas. Ich habe nichts, was ich hier gerade anklicken kann. Aber das läuft auch nicht unter Archäologie-Quest, oder? Nee. Also die Quest erschließt sich mir da nicht, muss ich leider gestehen. Keine Ahnung. Erschließt sich mir nicht, liebe Freunde. Jaspis, ja, so ein bisschen Kleinkram ist da drin, ne? Ein bisschen netter Kleinkram. Von wegen. Ich habe ein bisschen unterschätzt, dass es tatsächlich doch so lange dauert, hier durch Sulgurup nochmal zu wackeln, muss ich gestehen. Denn die Stunde ist leider gleich rum. Urzeitliches Fledermausleder. Ja, sie sind nicht so häufig hier zu finden. Macht euren Frieden, mein Blut stärkt Haka. Meine Seele stärkt. War sonst noch was? Nö, ne? Genau, hier sind noch Fledermäuse. Oh, Inventar ist gleich voll. Holla, die Waldfee, was ist das denn? So, das behalten wir natürlich hier. Ja, im Prinzip die ganzen Grünsachen. Und zwar warum? Weil angeblich das Thema Entzaubern hier dafür sorgt, dass wir hier ein bisschen was mit rausnehmen können. Und das will ich mir dann anschauen. So, aber wir kriegen hier so grob jetzt echt, also das hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt auch nochmal deutlich eine halbe Stunde frisst. Wir haben jetzt eine Stunde rum. So, und damit ist jetzt leider, ich sag mal, haben wir jetzt Pech. Jetzt porte ich mich nämlich zurück. Beziehungsweise verkaufen wir jetzt einmal so ein paar seelengebundene Sachen. Will ich noch ein paar Sachen rüberschicken? So, da war es das hier schon.
Moment, sind wir wieder bei der Limitierung des Casual-Korsetts. Ja, das realistische Spielen. Man hat eine Stunde Zeit. Überzieht jetzt sogar ganz leicht. Dann kann ich nur sagen, Leute. Willkommen in der Welt der Casuals, die sich hier einfach mal ausklinken müssen. So, Leute, das schicke ich alles hier rüber. So, das jetzt hier vielleicht nicht, weil da irgendwie, ne, nicht mal viel großer Zauberungswert ist, aber die anderen Sachen, die baller ich jetzt alle mal rüber. Sondern will ich eigentlich einiges hier in die Bank packen. Ja, das ist das Falsche. Ja, es ist, also in so einem Casual Korsett ist es super, super anstrengend. Also, dass das so krass wird, hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht. Also, so schwierig. Aber ja. Braucht dann doch, glaube ich, noch mal eine Tasche. Und zwar, das Gute ist, man kann hier unten schon sortieren. Vier, da wurde aber der Preis ein bisschen resettet, war. Ne, geht sogar. Ist nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht hatte. Genau, Armer. Jawohl. Jawohl, ich will nämlich jetzt hier gar nicht sortieren, sondern erstmal alles hier blind einlagern, was hier Handwerkszeug ist. Zumindest hier nur im ersten Schritt. Alles andere mache ich dann mal bei Zeiten. Hier so Sand vom Fleisch und sowas, auch viel, also viel Daddelkram ist hier natürlich jetzt auch. Aber Uhrenlaser, hier haben wir zum Beispiel Uhrluft, haben wir jetzt irgendwie auch noch drin, aber das lasse ich erstmal alles. Wie gesagt, das ist dann vielleicht so ganz zum Schluss so beim Aussortieren. So, das sind die Geschichten. So, dann ja, will ich jetzt eigentlich die Rezepte irgendwie verkaufen, mir von dem Hotel oder so, ne? Da bin ich auch ein klein bisschen unentschlossen. Schreckensgiftbeutel. Ja, so eine Stunde ist nichts, ne? Man schafft gefühlt, fühlt gar nichts, also es ist... Es ist wirklich schwierig, was anderes als die Option zu haben, irgendwie kauf die Marke oder kauf dann halt, wenn du es brauchst halt im Shop, kauf doch halt irgendwie Gold oder so. Weil eine Stunde einfach, es ist nichts. Frustrierend, ist absolut gar nichts. So, und ich ziehe das jetzt konsequent durch, deswegen raus aus der Instanz, eine Stunde, echtes Casual Korsett, weil ich viele kenne und weiß, dass es vielen genau so geht. Also genau so. Und das diskutiere ich dann immer mit Non-Casuals, die diese Situation gar nicht kennen. Die haben irgendwie noch nie WoW wirklich Casual gespielt, mit Zeit-Korsett. Es ist ein völlig anderes Spiel dann.
So, aber die Realität. Also jetzt hier harter Auslog, harter Cut. Stunde ist rum. 794149. Interessante Zahl. Punkt 149. Wir sind 60 Minuten unterwegs gewesen. Damit sind wir bei 217 Stunden. Das bedeutet 794149 durch 217. Das heißt, wir haben ein ganz kleines bisschen wieder echt Gold die Stunde authentisch gewonnen. So, aber was ich diese Folge alles schon wieder nicht geschafft habe, was ich alles machen wollte. WoW ist absolut ein Anti-Casual-Spiel. Absolut von vorne bis hinten Anti-Casual, aber ich ziehe das jetzt trotzdem so durch. Alleine schon, um das dann damit zu beweisen, aber ihr seid chancenlos. Ich sage ja, also wir sind ja noch nicht durch, aber ich sage nur hier wieder, bezahlt die Spielzeit mit den 13 Euro. Tut euch, also es ist, ihr habt keine Chance. Ihr habt mit so einem, mit den paar Stunden die Woche, ihr habt keine Chance. Zu The War Within, ganz zu Beginn. Ja, wenn ihr da die ersten Wochen ohne Ende Material farmt, dann holt ihr euch die Spielzeit. Ja, für dann das nächste laufende Spieljahr. Ihr müsst aber auch da die Zeit haben zu farmen, ne? Dann sieht das anders aus. Dann kann man wirklich durch Bergbau und Kräuterkunde und Leder ja richtig Asche machen. Und dann sind wir wirklich dann nicht bei 3600 irgendwie echten Gold die Stunde, sondern bei authentischen 15, 20, 25.000 Gold die Stunde für diese Zeit. So, und das wird dann die Goldgräberstimmung. Aber das hier ist echt, dieses Sidequest ist mega frustrierend. Aber eben realistisch. Für ganz, ganz viele genau realistisch. Und die packen ja nicht mal die eine Stunde. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen gequatscht, überzogen. Jetzt sind wir nämlich schon bei einer Stunde und 7 Minuten. Und Folge 169 habe ich. Ich muss mit dem Mönch noch einiges machen. Ja. Also die nächsten 10 Stunden netto habe ich schon gedanklich durchgeplant für das, was ich noch alles machen muss. Und auch das wird im Ansatz nicht reichen, um das zu zeigen, was ich schaffen will. Und ich sagte zu Beginn der Serie, jemand meinte, Andreas, für alle Berufe plan mal 5000 Stunden ein. Und das klang erstmal völlig albern und bescheuert, ne? Mittlerweile finde ich 5000 Stunden ein total plausibles Szenario, um wirklich hier die ganzen Berufe zu bedienen, durchzuskillen, die an die Rezepte zu kommen, an den Ruf zu kommen. Ich finde es total plausibel, denn ihr seht ja, ich habe wieder wenig geschafft. Nächste Stunde, neuer Anlauf und dann gucken wir mal, ob ich da dann mehr tatsächlich schaffe. Jetzt haben wir nicht mal so grob zu Ende spielen können. Ja, ne, weil jetzt zeitlicher Termin. Ich muss jetzt auf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wieder kommt. Ich freue mich über... Ach, guck mal an. Habe ich jetzt in 5 Minuten... Wann ist das schon 5 Minuten Quatschen hier? Ich bin mir nicht sicher. Aber ja. Freue mich über die Daumen, die Kommentare. Helfen sehr dem YouTube-Algorithmus. Und dann sehen wir uns zu 169. Krass, Folge 169. Und mal schauen, was ich euch da dann präsentieren kann. Und was wir dort gemeinsam farmen. Also das geht weiter. Und jetzt spawnen sie hier. Aber ich muss offline. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.